Hallöchen, liebe Shisha-Freunde. Heute haben wir mal einen Kopf auf meinem Kanal. Das ist eigentlich was relativ Seltenes. Also es dreht sich meist um Köpfe, eher um den Kopf, aber dass ich mir einen Kopf vorstelle und über einen Kopf laber, ist doch eigentlich relativ selten. Und zwar haben wir heute das Amy Glassy Kristall Set. Ich hatte mal ein Video sogar schon abgedreht über den Z219 oder Z218. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß. Also das normale Glassy Set. Und hatte das einfach nie hochgeladen. Das ist irgendwie mal verschütt gegangen, ist irgendwie weggegangen. Keine Ahnung, ich habe es irgendwie nie wieder gefunden auf der Festplatte. Aber gut, heute haben wir das Amy Glassy Kristall Set. Wurde ich sogar schon ein paar Mal nachgefragt. Und zwar, das ist dieser, ich sag mal, schöne, in Anführungsstrichen, Kopf. Ich wurde schon öfter mal im Livestream nachgefragt. Ich finde den Kopf jetzt nicht unbedingt geil, weil der halt so groß und mächtig ist. Also so groß ist der ungefähr, ist schon so ein richtiger Propper, muss man sagen. Also der ist auf jeden Fall breiter als ein normaler Tonkopf. Oder jetzt der Cars Apo oder das einfache Glassy Set. Also das ist schon, sage ich mal, ein echt großes Ding. Unten haben wir Gummi, sage ich mal. Da brauchen wir dann keinen Silikon, ja, keinen Kopfanschluss, diesen Silikonadapter. Kann man auch hier einfach trennen, kann man abziehen. Wird auch einzeln, also wird einzeln so in der Box verpackt, sage ich mal. Kann man dann einfach so zusammenstecken. Und da ich ja das Set habe, habe ich nämlich auch eine Smokebox mit dazu. Also einen ganz einfachen Lotus, auch mit Griffe. Es gibt die ganze Sache auch als weiß, als rot und als blaue Variante. Da sind dann die Griffe halt blau, rot oder weiß. Also blau, rot, weiß oder ja, das hier unten blau, rot, weiß, ne? Einer der drei Farben. Ja, um den Kopf dreht es uns heute. Was ich schon mal richtig geil finde, so, das gefällt mir schon mal richtig gut, weil ich muss sagen, ich finde, das ist eigentlich kein Anfängerkopf. Das ist schon so ein Kopf, wo man sagen kann, gut, okay, wenn man jetzt so 2, 3 Monate Shisha raucht und auch öfter mal und sich ein bisschen auskennt, sage ich mal, kann man damit halt, sag ich mal, dann starten. So. Also dann kann man damit auch gut rauchen. Aber man sollte schon mal vorher einen Tonkopf gebaut haben oder sage ich mal einen Cars Apo. Was ich immer noch finde, ist das einfachste Setup, einfach Tabak in den Sieb reinklatschen, rein in Cars Apo so und loslegen. Hier ist es nämlich ein bisschen meines Erachtens komplizierter, weil hier muss man eine gewisse Höhe vielleicht ein bisschen beachten, dann ist das mit der Hitzeregulierung ein bisschen. Aber das ist halt meine Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Vorteile stehen nämlich hinten drauf und wie der Aufbau ist. Das finde ich nämlich richtig gut, dass sie das hier hinten mit drauf geschrieben haben. Da steht nämlich, der Tabak muss gleichmäßig und ohne Druck im Kopf verteilt werden. Der Tabak muss einen Abstand von mindestens 2 mm zur Oberkante haben. Lassen Sie die Kronen so lange auf den Cola entzünden, bis sie eine weiße Farbe annehmen. Finde ich gut, dass sie es so geschrieben haben, anstatt bis die durch sind. Weil einige Leute fragen sich dann, wann sind die denn durch, ne? Wenn sie eine weiße Farbe annehmen. Also wenn halt außen sich schon Asche bildet und sie halt rot sind, sage ich mal. Also ja, glühen halt. Rot sind, ist ja auch geil gesagt. Danach legen Sie die Kohlen auf die Smokebox, warten 2 bis 3 Minuten, damit genug Hitze entsteht. Bei zu starker Rauchentwicklung den Deckel abnehmen. Reinigung, die restlichen Kohlestücke entfernen und den Kopf für 15 Minuten kühlen lassen. Das würde ich schon ein bisschen länger machen. Nach der Abkühlung können Sie den Kopf mit Stahlbürste und Seife reinigen. Verwenden Sie bitte nur lauwarmes Wasser bei der Reinigung. Warum kein heißes Wasser? Der Kopf muss doch auch heiß abkönnen. Aber gut, ich bin der Meinung, das sage ich schon vorab, ich glaube, das hatte ich auch damals gesagt, dass beim Z219 das Video, welches ihr nie gesehen habt, habe ich schon gesagt, dass ich Glas ein bisschen ungeeignet finde, weil Glas kann keine Hitze so gut speichern. Das ist jetzt nur ein Lotus drauf. Ein Lotus entwickelt ja ein bisschen mehr Hitze als jetzt ein Kaminkopfset. Ich finde halt, dass Ton und Stein sich besser eignet für Hitze, also für Hitzespeicherung, dass der wirklich, irgendwann ist der den Kopf heiß und dann ist der Kopf auch noch heiß, wenn du die Kohlen runternimmst, so, sag ich mal. Und hier ist es eher so, der kühlt sich ein bisschen schneller ab, weil es halt Glas ist, so. Also, sag ich mal, ist so wie so ein heißes Glas oder, ja, ist halt blöd, kann man blöd beschreiben, aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Das ist halt Glas und Silikon nicht so, also nicht die Hitze so speichert wie jetzt zum Beispiel Ton oder Stein. Ich würde sagen, ich baue jetzt einen Kopf, leg Kohlen auf, und dann legen wir los. Aber wie ich den Kopf baue und wie das denn hier drin aussieht, sage ich mal, an diesem Funnel-Prinzip, zeige ich euch noch vorher. So, ich habe den Kopf jetzt fertig gebaut. Wie man sieht, habe ich hier so ein Stück unterm Rand gebaut. Also vielleicht sieht man es so ein bisschen. Wir haben ja halt hier so eine Kante. Ne? Hier so eine Kante, wir sehen sie ja hier so. Also hier sieht man die Kante so. Und da so habe ich so ein Stück drunter gebaut. 2 mm ungefähr drunter, könnten auch 3 sein, können an manchen Stellen nur 1 mm sein. Man soll aber ein Stück drunter bauen, damit die Smokebox von unten nicht so anbappt. Ne? Also damit der Tabak nicht da unten so anbrennt und die dann halt aussieht wie blöd, sage ich mal. Übrigens habe ich gebaut Aquamente Aquapier.
weil ich gerade mega Bock drauf habe. Und ja, so sieht das übrigens von außen aus. Ich finde, von außen sieht das bei Glasköpfen immer richtig witzig aus, wenn man halt den Tabak sieht. So sieht man ja auch im Grunde, wann er durch ist. Was mir übrigens nicht am Kopf gefällt, ist dieses große Amy-Logo hier drauf. Mir hätte das hier unten gereicht so. Ich finde das ein bisschen störend. Aber gut, ist halt jedem seins. Gut, ich würde sagen, Kohlen anmachen und dann legen wir damit mal los. So, Freunde, da sind wir zurück. Ich habe Kohlen aufgelegt. Ich habe den Lotus bzw. die Smokebox noch kurz auf den Anzünder gepackt. Einfach damit diese Schmierreste, falls welche drauf waren, einfach runtergehen, sage ich mal. Und ja, einfach damit das schon ein bisschen vorgewärmt ist, so muss man den rauflegen. Und dann geht die ganze Sache schon los. Ist jetzt ca. 3-4 Minuten auch drauf. Ich würde mal sagen, wir nehmen den ersten Zug zusammen und den anderen Kopf, den ich meinte, dieses Z218. Ich hatte nochmal nachgeguckt. Z218 ist das einfache Glassy-Set, das ist halt das Glassy-Kristall-Set oder Glassy 003 Black. Ne? Da gibt es auch in, ja, hatte ich ja gesagt, die Farben schon. Ist ja egal. Kommen wir mal auf den Durchzug und wie die ganze Sache läuft. Auf jeden Fall ist es witzig, da reinzugucken, wie sich die ganze Sache da drin bewegt, also wie die Molasse halt ein bisschen kocht. Gut, probieren wir mal aus. Also wie wir sehen, das Ding raucht so. Liegt natürlich immer ein bisschen mit an Tabak, kann der Tabak die Hitze aus, weil da oben ist schon eine Hitze. So, das liegt aber an der Smokebox, liegt jetzt eher nicht am Glas, dass da oben wirklich eine tierische Hitze herrscht. Deswegen ist ja das Setup eigentlich auch beliebt, weil es halt einfach raucht wie Sau. Also du legst da 3 Kohlen rein. Das war da beim damaligen Glassy-Set schon, wie gesagt, ich hatte ihn ja auch. Und das raucht einfach wie Sau, kann aber nicht jeder Tabak ab. Ja, es ist halt... Ich bin ein bisschen zwiegespalten mit dem Kopf, also jetzt so im Allgemeinen, also vom Rauchen, er raucht ja und du hast auch keinen Durchzugsverlust, das sind so Punkte, die ich als positiv sehe, er raucht, so, das ist, was die meisten Leute wollen, kommt mir manchmal vor, der Geschmack ist manchmal scheißegal und die Sache, dass einfach, du hast keinen Durchzugsverlust, du hast jetzt keinen Mehrloch-Tonkopf, das heißt, wo die ganze Sache verstopfen kann, weil hier hast du nur ein Pfanne-Loch, da baust du drumherum, das Loch kann nicht verstopfen, außer du baust den Tabak bis hoch fest dran gedrückt zur Smokebox, sage ich mal. Aber was ich hier also ein bisschen als Nachteil sehe, du musst halt ein bisschen anders bauen wie bei einem normalen Tonkopf. Bei einem normalen Tonkopf ist es einfach Tabak rein, Kaminkopf rauf, fertig. So, kannst direkt loslegen, sage ich mal, kannst Kohlen auflegen, kannst direkt loslegen. Hier ist halt eher so der Fall, du musst halt, machst dir einen Tabak rein, baust rum, darfst nicht zu hoch bauen. Ich sag mal, du darfst jetzt auch beim Tonkopf nicht so über den Kopf bauen, aber du baust so Rand hoch. Hier musst du wirklich so ein paar Millimeter auch drunter bauen, ansonsten wird die Smokebox irgendwann eklig. Dann hast du die Sache mit der Hitzespielerei. Das finde ich beim Tonkopf ein bisschen einfacher, dann machst du halt, oder beim Kaminaufsatz, dann machst du halt die Kohlen einfach am Rand. Hier hast du Deckel auf oder Deckel zu, also Deckel drauf oder Deckel ab. Kohle raus, Kohle drin lassen, so. Also verschiedene Spielungsmöglichkeiten, die sind ein bisschen, für Anfänger doch ein bisschen mehr tricky sind, sage ich mal. Aber jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber da finde ich halt immer noch einen Tonkopf für Anfänger ein bisschen einfacher. Vom Geschmacklichen, der schmeckt. Also der schmeckt wie der andere Kopf. Und ist halt auch gut geeignet für helle Tabaksorten. Also sei es jetzt Aquamenta, Adaya, Amy, Nameless, keine Ahnung was. Also da gibt es ja noch verschiedene Tabakhersteller, die jetzt hellen Tabak machen. Oder eigentlich fast 95% der Szene sind ja helle Tabaksorten. Dafür eignet er sich wirklich gut. Ist ein anderes Setup. Mir gefallen Glasköpfe ein bisschen mehr als die Kohlenköpfe, doch jedoch nicht so gut wie Stein- oder Tonköpfe. Weil sie können immer noch kaputt gehen. Und ich habe immer noch im Kopf, was ist, wenn ihr platzt? So, das ist jetzt keine Kritik an Amy, null. So, aber ich habe aber eben vom Kopf, Glas kann platzen. So, ich sage und denke mir immer bei einer Pfeife, so wenig Glas wie möglich. So, deswegen nutze ich auch nie 18,8er Molarfänger oder 18,8er Schliffanschlüsse für einen Schlauch. So, nutze ich nie. Ich denke mir immer, so wenig Glas wie möglich. Die Bowl reicht schon als Glas. Sagt, er ist nicht verkehrt, er macht Spaß, er macht gut Rauch. Das ist ja, was ihr immer alle wollt. Und es ist kein verkehrter Kopf. Also er macht wirklich Spaß, er macht seine Arbeit gut. Persönlich gefällt er mir besser als der Z218. Vom Designlichen nicht, aber einfach ja, zum Teil vom Designlichen. Also ich sehe, bei denen sollte der mir ins Spülbecken fallen, wie er mit dem Z218 passiert ist, wird er mir nicht direkt zerspringen. Also da würde ich meine Hand fast für ins Feuer legen, weil der wirkt halt ein bisschen massiver. Der Z218, das war ja so ein fragiles Ding. Also es war ja wirklich wie ein Trinkglas, so dünn. Der ist wirklich ein bisschen dicker und macht einfach ein bisschen besseren Eindruck so.
vom Design, wie gesagt, dieses Glas, also dass das jetzt aussieht wie so ein Diamant, das ist mir so ein bisschen zu fett. Aber ja, man sieht halt auch witzig aus, wie die Molasse daran kocht, wie der Tabak langsam schwarz wird. Das ist alles cool so. Aber ja, mir gefällt halt Stein und Ton besser. Es ist aber ein guter Kopf. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Er macht Spaß. Und was mir auch so ein bisschen... Ich hasse Warterei. So, wenn die Pferd für da steht, will ich ziehen. Ich will direkt anfangen zu ziehen und nicht noch 2 oder 3 Minuten warten. Wenn man den Smokebox da vorher noch, weiß ich, eine Minute auf dem Anzünder legt, muss man auch nicht warten. Ist auch wieder so die Sache, aber ja, also schon ein cooles Ding. Das Einzige, was ich mich jetzt frage, das habe ich nämlich ein Problem schon mal gehabt bei einem anderen Lotus oder Smokebox. Oben, das werde ich anfassen können. Ist aber gut heiß. Boah, der Griff ist schon wirklich ordentlich heiß, sag ich mal, weil halt das Metall gut in das Silikon reingeht. Ganz hinten kannst du anfassen, also wirklich so ganz hinten, das ist anfassbar. Aber ich denke mal bei der Smokebox, also bei dem unteren Teil, nicht den Deckel, ja, ist genauso, also da kannst du auch ganz hinten anfassen. Ich hatte schon mal eine Smokebox, da habe ich ganz hinten angefasst, das konntest du nicht anfassen. Das ging absolut nicht klar, da war dieses Metallstück, was reingeht, einfach zu lang. Geht, sag ich mal, und auch das kann man dann noch anfassen. Also geht auf jeden Fall klar. Ne? Glas sieht hochwertig aus, also sah hochwertig aus. Der Gummifropfen finde ich immer noch cool, weil man sich halt auch das Silikon spart. Ist schon ein cooler Kopf. Zu kaufen gibt es das über den Link in der Beschreibung, ne, bei Amazon. Ich weiß nicht, warum der schwarze da derzeit, also derzeit, wo ich dieses Video aufnehme, für 30 Euro drin steht und die farbigen für 40. Sonst kostet das Ding 45 Euro. Aber... Die Smokebox kostet meistens alleine 15 Euro bis 20 Euro. Ja, also sehe ich es vom Preis jetzt nicht so schlimm, weil man könnte jetzt sagen, das ist ja eine ganze Menge Holz. Ein Tonkopf mit Kaminosatz kostet jetzt 15 Euro, klar. Ne? Aber es ist halt auch nicht so teuer wie ein Kazaa, also oder dieser teuerste Kopf da, dieser 80 Euro Kopf. Sag ich mal, es ist ein Preis, der okay ist. Ne? Es ist kein günstiger Preis, das für 30 finde ich günstig. Aber was anderes ist so ein mittlerer Preis, wo ich sage, der ist okay, ne? Ist halt kein Schnapper, sag ich mal. Aber ansonsten macht er die Arbeit gut, ne? Ich habe jetzt auch, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das erste Mal damit geraucht, weil ich mir einfach einen ersten Eindruck damit direkt verschaffen wollte. Und das ist so mein erster Eindruck. Läuft auf jeden Fall, macht Spaß. Kann man auch, denke ich mal, eine gute Stunde 10, Stunde 20 durchrauchen. Die Kohlen sind eh irgendwann runter, deswegen muss ich jetzt nicht testen, wie lange der denn raucht, weil... Irgendwann sind die Kohlen eh runter und ich kenne es ja von anderen Smokebox-Setups, also oder mit Lotus-Rauchen bei anderen Köpfen. Es wird ähnlich sein. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt links nachschauen, sonst beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche euch auch, liebe Schücher-Freunde. Und jetzt nehmen wir mal noch ein paar Züge hier.